Hallo liebe Leute, zu meiner Variante 2, also Methode 2. Wie man jetzt mit einem Videograbber und einem extra Kabel von der Xbox, aber das ist jetzt nur wirklich nur für die Xbox, aufnehmen kann. Also, als erstes, ja, das ist der Fernseher, das ist die Xbox und das ist der PC. Also als erstes, braucht ihr natürlich ein Netzteil und alles scheiß drauf, eine Xbox einfach. Und die Xbox, na, bei der Xbox ist ja bei HDMI, ist super HD Qualität, sagen wir so HD, ja. Da braucht man keine PAL-Einstellungen, das heißt, also, PAL oder PAL, ich weiß jetzt nicht ganz, aber da braucht man echt gar keine Einstellungen zu machen. Oder vielleicht 180i oder so, habe ich mal eingestellt. Und da kann man großteils alle Spiele spielen. Ist nichts mit PAL oder so, oder PAL, oder? Scheiß drauf, ich benutze das Wort nicht mehr, ich sage einfach nur PAL. Ja. Dann ist es viel einfacher, da. Entweder SCART oder das hier. SCART ist sowas von Scheiße bei der Xbox. Ja, und hier. Also als erstes hier. Ich sage, ich habe es schon vorhin gezeichnet, aber wie ihr seht, aber eigentlich war es nur jetzt ein Xbox 360 und hier ein Fernseher. Finde ich hier Fernseher und da ein Computer. Und da habe ich den Rest dran gemalt, aber naja, egal. Das dauerte 8 Minuten. Und das dauert jetzt schon eine Minute. Scheiße. Okay, ich fange jetzt sofort an. Also, ja, also als erstes ist das hier das, Scheiße. Wieso? HDMI-Kabel. Ja. Bloß das Besondere an diesem HDMI-Kabel ist, dass er einen Cinch-Ausgang hat. Also die Stecker. Ja. Und ja. Dann und der Videograbber hat Eingänge. Das heißt, da kann man das reinstecken. Und das heißt, dass die hier dann verbunden werden. Und das war ja das Graue soll. Das soll jetzt der Audio sein, der linke oder. Nee, ist auch der linke Audio. Soll eigentlich weiß sein, aber weiß auf weiß. Sinn. Egal. Und das sind jetzt Cinch. Irgendwas ist jetzt mit meinem Grafik-Tablet irgendwie. Ja. Fuck, das ist das? Egal, Cinch. Ja. Und mit diesem HDMI Cinch-Kabel könnt ihr ja einfach so, müsst ihr keine PAL Einstellungen machen, ihr wisst was ich meine, aber dabei könnt ihr echt den Fernseher vergessen, ja, könntet ihr sogar eine Xbox haben und ohne Fernsehen arbeiten, da könnt ihr ja sofort den so durchstreichen, ey, und den, keine Ahnung, für 1000 Euro auf eBay verkaufen oder so oder versteigern oder keine Ahnung, es können 1000 Euro auf eBay sein oder sonst so ein Kack, ey. Ich habe keine Ahnung, können die irgendwas machen? Okay, ich würde mein Fernsehen behalten, scheiß drauf. Ja, also das ist die Variante, die ich richtig gut finde. Ich habe mir diese, okay, ich habe mir die auch selbst ausgedacht. Scheiß drauf. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann like bitte. Da oben ist ja Facebook auch. Und ich habe auch noch eine dritte Variante. Ich bin voller Kreativität, die irgendwie mir keiner anerkennt. Weil ich zu wenig Abonnenten habe. ja, da. Ich habe sogar 3, 4, 5 Sachen irgendwie gefunden bei meinem Vater noch. Also erstens, ich möchte das ganz kurz erklären. Schaltet bitte jetzt nicht weg. Das gehört eigentlich zu der Methode 1, um die zu vervollständigen. Also, das ist dieser
dieser Input- und Output-Ding, wie heißt denn das nochmal? SCA-Adapter, und ein doppelseitiger, also Videos und Audio, Change-Ausgang und ein Zweier, ein SCA-Verteiler mit zwei Eingängen. Das finde ich auch ganz interessant. Und die zwei besten Sachen, ein Walkman, was schön alt ist. Egal, aber. Und ja, dann geht's sogar noch. Und das Beste kommt jetzt. Also, ihr kennt doch sicherlich Haupauk oder so. Haupauk. Davon ist jetzt auch eine neue Game Box sozusagen rausgekommen. Ja, und ich habe bei meinem Vater so eine Box gefunden. Ich finde das interessant, dass die ist mein altes Modell, das sieht ihr jetzt auch. Jetzt, ich blende gerade, glaube ich, mal ein. Das ist ein WinTV PVR USB 2, also Personal Video Recorder. Da kann man per USB alles auf seinem PC speichern, ist auch mit Fernbedienung und alles. Die gibt es jetzt für 100 Euro neu zu kaufen. War ein bisschen gebraucht. Hat auch Audio, hat er rechtes Audio, hat er linkes Audio und ja, Video hat er auch Eingang und S-Video hat er auch. Ja, und ich finde die ganz interessant. Das ist die dritte Variante. Die zeige ich euch vielleicht auch noch. Ja, ich bedanke mich. Liked, abonniert, keine Ahnung was. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, Leute.